Naja, dann machen wir weiter. Es fühlt ein bisschen unendlich, nein, die sieben Posaune. Ich denke mir, dass wenn ihr in eure Bibel Offenbarung 8, 6 bis 13, dann habt ihr nicht alle diese Informationen geträumt. Ja? Weißt ihr, was ich meine? Was kann das bedeuten? Aber ihr könnt sehen, wie viel Information oder wie viele Geschichten hinter dem Text stehen kann. Und leider, dann Christopher hat 4 Posaune erklärt und das war ungefähr 200 Jahre. Und es war was? Von Vers 6 bis 13. Und ich sollte den ganzen 9. Kapitel und 1000 Jahre in die gleiche Zeit erklären. Also ich habe mir gedacht, es ist besser, nur die sozusagen Hauptpunkte zu versuchen zu erklären. Ich glaube, das wäre genug. Auch ich kann nicht so fast reden, also ihr seid, you have the luck there. Okay, aber erst können wir anfangen mit hier. Wo sind wir in Zeit und Raum in der Geschichte? Wir haben 4 Posaune durchgemacht und der westliche Teil, das Römische Reich, ist gefallen. Und wir sind ungefähr in das Jahr, was sollen wir sagen, 500 oder so. Und weil wir haben keine Zeit, durch die nächste tausendjährige Geschichte zu gehen. Keine Zeit davor. Aber wenn wir zu Hause die Offenbarung 9 lesen, dann können wir die Hauptpunkte haben. Okay, westliche Rom ist gefallen. Das Jahr ist ungefähr 500 nach Christus. Und es gibt 3 mehr Posaune. Und die Posaune sind immer was? Sie sind mit was verbunden? Krieg, ja. Und dann wissen wir, okay, also wenn ich kann in der Geschichte gucken und sehen, ob ich einen ganz großen Krieg finden kann. Und hier ist ein, so sieht das Römische Reich aus, ungefähr in das Jahr 500. Wie ihr sehen könnt, dann, nein, das könnt ihr nicht gut sehen. Es ist wie ein bisschen Blut über einen weißen Fleck. Ich habe hier eine Karte. Also wir haben nicht mehr Spanien und Portugal ist verloren und ein großer Teil Europas gehört Rom nicht mehr. Also es ist ein bisschen kleiner. Und durch die Geschichte haben christliche Autoren immer gedacht, die 6. Posaune handelt von den Araben, weil sie waren die nächste große Gefahr. Die 5., ja, das ist besser, ja. Und was ich machen wollte, ist nur durch den Text lesen und nur ein paar Wörter immer erklären. Also, dann können wir zusammen lesen und ihr könnt das mit eurer Bibel auch tun. Wir fangen an mit dem ersten Vers. Und der 5. Engel stieß in die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Okay, Christopher hat uns erklärt, was Stern bedeutet. Das ist ein Engel oder ein Bote. So wir wissen, das könnte ein religiöser Bote sein, das könnte auch eine militärische Figur oder Person sein. Okay, und hier ist das Zusammenhang ein bisschen negativ, weil dieser Stern ist vom Himmel niedergefallen. Okay, so das ist etwas Böses, das ist nicht ein guter Prophet oder ein guter König oder sowas. So wir wissen, was Stern ist, was können wir hier mehr sehen?
Die Sterne hat einen Schlüssel. Okay, ein Schlüssel. Wir können das besser verstehen, wenn wir in den ersten Kapitel gehen. Das ist Offenbarung 1 und Vers 18. Dort redet Jesus und er sagt von Vers 17, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Was bedeutet Jesus hier? Dass er kann immer nach dem Tod gehen, weil er den Schlüssel hat? Oder dass er kann zu Hause gehen? Was bedeutet das, dass er hat den die Schlüssel hier? Was denkt ihr? Ich würde sagen, dass es bedeutet, dass Jesus das Autorität über den Tod hat. Er sagt, ich war tot, aber jetzt lebe ich ewiglich und ich kann auch andere Leute lebendig machen. Also, dann wissen wir, dass diese Stern in Kapitel 9 eine bestimmte Autorität hat, etwas Neues. Und diese Autorität ist über den Brunnen des Abgrunds. Und hier gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Was bedeutet das, dieses Abgrund? Und ich wollte ihr hier ein oder zwei geben. Wir haben das Abgrund in Offenbarung 11, Vers 7. Wir haben das in Offenbarung 17, Vers 8. Dort haben wir Tiere, die von Abgrund aufsteigen und etwas Böses tun. Und ihr könnt das lesen. Zum Beispiel, lassen uns das lesen in Kapitel 17, Vers 8. Hier sagt das, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Das klingt ganz negativ. Und wir haben das auch in Lukas 8, 31. Es wäre interessant, das auch zu lesen. Lukas 8, 31. Dort spricht Jesus mit die bösen Geister und wir reden hier Vers 31 und er, diese bösen Geister, bat ihn, also Christus, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Okay, am wenigsten können wir sagen, dass das Abgrund etwas schlecht ist, weil die bösen Geister sagen, dort seien wir sozusagen zu Hause und auch politische schlechte Mächte können vom Abgrund aufsteigen. Also, so das sollte ein bisschen klar sein. Dann gehen wir nach Vers 2 und dann können wir sehen in der Geschichte, was das wirklich bedeutet. Oder Vers 2 und 3, sagen wir, Offenbarung 9. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Es ist eine ganz, ganz seltsame Vision. Weil Heuschrecken können nicht Schade wirklich zufügen zu Menschen, wirklich. Okay, so was haben wir hier? Wir haben Rauch und wir haben Heuschrecken. Und es gibt unterschiedliche Meinungen, okay, Rauch, ist das etwas Böses, ist das etwas negativ? In die Offenbarung haben wir Beispiele von etwas positiv und auch etwas negativ. Zum Beispiel, wenn wir nach Offenbarung 15, das haben wir morgen gelesen, dass das Tempel war voll mit Rauch. Das war nicht, weil es gab Feuer, oder vielleicht, weil es Gottes Feuer gab, aber das war nicht etwas Böses, das war nur, dass Gott
war im Tempel und er hat das ganze Tempel mit seinem Rauch gefüllt. Also das ist etwas positiv. Aber wir haben auch in Offenbarung 18, Vers 9, das können wir lesen als ein Beispiel. Das ist der Fall von Babylon. Und dieser Fall macht viele Leute traurig. Und sie weinen ganz hart. Oh nein, liebe Babylon, was ist passiert? Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Also hier ist Feuer nur, weil etwas brennt. Und ich würde sagen, dass hier in Offenbarung 9, glaube ich, dass der Rauch etwas negativ ist, weil das vom Abgrund kommt. Weil es wäre ein bisschen seltsam, dass Gottes Rauch in der Abgrund wäre. Ja? Und dann haben wir diese Heuschrecke. Und normalerweise hassen Tiere Rauch. So, das ist auch interessant. Diese Heuschrecken kommen raus dem Rauch. Was bedeutet das? Das könnte sein, dass wir haben zwei Ereignisse. Erst haben wir den Rauch, das ist etwas, das passiert, Nummer eins. Und dann kommen alle diese kleinen Tiere, die Heuschrecken, raus. Und das ist, was passiert, Nummer zwei. Ich würde sagen, es ist ein ganz gutes Bild hier. Ich würde sagen, dass vielleicht bedeutet das, dass Nummer eins, der Rauch, ermöglicht Nummer zwei. Das heißt, dieser Engel, er öffnet das Abgrund, dann kommt der Rauch und das ermöglicht, die Heuschrecken rauszukommen und sich raus zu verbreiten. Okay, was können wir hier mehr überreden? Also die Heuschrecken, was sollten wir davon verstehen? Hier ist eine ganz gute. So. In der Offenbarung, dann bedeuten normalerweise Tiere was? Politische Mächte. Und die Heuschrecke sind, das ist interessant, nicht Löwe, nicht ein Vogel, etwas ganz Kleines und viele zusammen. So das ist ähnlich mit den anderen Tieren, aber auch ein bisschen anders. Und ich würde sagen, das könnte vielleicht dasselbe bedeuten. Viele Leute oder eine politische Macht, vielleicht viele Armeen zusammen verbunden oder sowas. Etwas, das, when it's alone, wenn das ein ist, dann wäre es ganz klein, aber zusammen sind diese Leute mächtig. Sowas. Aber interessanterweise, dann haben diese Heuschrecke ein ganz besonderes Macht, wie Skorpione. Sie können stichen. Und das ist auch eine negative Konnotation, eine Verbindung zum Bösen. Wir können wieder oder weiter in Lukas gehen. Das ist Lukas 10, Vers 19. Das könnt ihr lesen. Ich muss ein bisschen schneller gehen. Wo Jesus sagt, ich gebe euch Macht über Skorpione und Schlange und alle diese bösen Dinge. Also eine andere negative Konnotation. Ein gefallener Stern, Abgrund, Skorpione. Es ist ein negatives Bild. Lesen wir ein bisschen mehr, Vers 4 bis 6, und dann gehen wir nach der Geschichte. Hier, Vers 4. Und es wurde ihnen, den Heuschrecken, gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht.
Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Okay, hier haben wir ein paar mehr Dinge zu erklären. Normalerweise war es Essen Heuschrecken. Alles, was grün ist. Und hier ist das, hier sehen wir das Gegenteil. Ihr könnt nicht die Bäume berühren, auch nicht das, was grün ist. Nur könnt ihr die bösen Leute Schade zufügen oder sowas. Und wir haben leider keine Zeit davor. Christoph hat über den Sabbat geredet. Und wir wissen, aber ihr könnt ein ganzes Bibelstudium davon machen, dass das Siegel Gottes ein Bild von Sabbat ist. Wenn ihr denkt, hey, warte mal, das weiß ich nicht, dann bitte geht zu joelmedia.tv und ich bin mir sicher, dass ihr könnt was finden. Also, wir haben eine Armee, die neu ist, verbunden von Kleinigkeiten zusammen oder kleinere Gruppen zusammen, und sie haben Macht, Leute zu quälen für eine begrenzte Zeit, aber nur eine bestimmte Leute, nicht Leute, die das Siegel Gottes haben. Okay? Und für wie lange? Dann haben sie einen Befehl. Sie können Leute quälen für 150 Leute. Hier habe ich das Antwort gegeben, weil ich ein bisschen müde bin. Aber 5 Monate sind 150 Tage und in Prophezeiung ist jeder Tag ein Jahr. So ganz einfach, machen wir das eben einfacher. Ja, ich habe den mathematischen Teil von den Posaunen. Alle die Nummern sind in meinem Kapitel. 5 Monate sind 150 Tage. Nicht in unserem Kalender, aber in Prophezeiungen ist ein Monat 30 Tage. Also, aber dann symbolisiert das 150 Jahre. Okay. Wir haben nicht jede Detail erklärt, aber wir haben genug, um zu wissen, ungefähr, was suchen wir vor in der Geschichte. Wir suchen vor einer neuen Macht nach 500 nach Christus, der gegen Rom geht und ist von kleinen Gruppen zusammen gemacht. Okay, endlich die Geschichte. Hier. Passt das mit den Arabern? Das ist, was wir sagen als Adventisten, am wenigsten in die traditionelle Auslegung. Gehen wir hier ein bisschen mehr. Ich fange mit dem Befehl an. Was wird zu den Heuschrecken gesagt? Ihr könnt nur Leute ohne das Siegel Gottes quälen, aber berührt nicht das, was grün ist. Lass mir hier lesen, das ist einfacher. Der Prophet Mohammed begann einige Zeit nach 610 in Arabien öffentlich zu predigen, eine neue Religion. 20 Jahre später regierte er den größten Teil der arabischen Halbinsel und hatte die arabischen Stämme unter dem Islam vereinigt. Davor waren sie alle kleine Gruppe, aber nicht zusammen. Nach dem Tod des Propheten im Jahr 632 war Abu Bakr der erste Kalif, der nächste Anführer der Araber und Muslime. Unter seinem Kommando würden sich die früharabischen Eroberungen über die Halbinsel hinaus in das Territorium Persiens und des Oströmischen Reiches erstrecken. Und bemerkenswerterweise, Abu Bakr, dieser erste Kalif und der General der muslimischen Armee,
gab diesen Befehl an seine Truppen, bevor sie im römischen Territorium erstmal einmarschierten. Und das haben wir hier. Und das ist, was er gesagt hat, bevor sie gehen nach Rom. Wenn ihr die Kämpfe des Herrn kämpft, benehmt euch wie Männer, ohne zu fliehen. Aber lasst euren Sieg nicht durch das Blut von Frauen und Kindern befleckt sein. Zerstört keine Palmen, verbrennt auch keine Kornfelder. Fällt weder Bäume noch rührt irgendwelches Vieh an, außer das, was ihr zum Essen tötet. Auf eurem Weg werdet ihr religiöse Personen finden, die zurückgezogen in Klöstern leben und verschlagen werden, auf ihre Weise Gott zu dienen. Lasst sie in Frieden und tötet sie nicht. Zerstört auch nicht ihre Klöster. Und ihr werdet eine andere Gruppe finden, die zur Synagoge Satans gehört, mit rasierten Kronen. So. Stellt sicher, dass ihr deren Schädel spaltet und lasst ihnen keinen Raum, ehe sie Mohammedaner werden oder Tribut zahlen. Das ist ganz interessant, ja? Ich würde sagen, dass das kloppt mit dem Text, das passt, das geht zusammen. Und die früharabischen Eroberungen, wir haben hier eine Karte, wir warten mit das. Hier. Also hier, das ist, was Mohammed getan hat, das ist die arabische Halbinsel. Und danach haben sie alle die Nordafrika erobert, bis Spanien und Portugal im West und auch, was wir heute Mittelost nennen, das haben sie erobert. Hier haben wir Syrien, Irak und Iran und bis Afghanistan und hier. Und das ist ganz schnell passiert, 100 Jahre oder so ungefähr. Und deswegen können wir nicht wirklich sagen, dass die 150 Jahre gehen hier über. Das wäre ein bisschen schwierig, weil wir können nicht eine 150-jährige Periode in dieser Geschichte finden. Deswegen haben die alte adventistische Autorin gesagt, diese früharabische Eroberungen waren nur ein Teil von was die Heuschrecken machen, weil sie sagen, die 5 Monate kommen später. Und wir können durch die Geschichte gehen und nach diesen Eroberungen hier müssen wir viele Jahrhunderte warten, bis etwas sowas anderes Mal passiert. Das passiert unter einem anderen Stamme, nicht die Araben. Aber wir kommen daran, ich gehe hier zurück. Ja, so, das ist nur zu zeigen, wie klein das Römische Reich war nach diesen frühen arabischen Eroberungen. Es ist hier, das ist, was wir Türkei hier nennen. Das war die Hauptstadt, Konstantinopel. Und ihr könnt sehen, es ist ganz klein hier im West, fast nichts. Weil jetzt sind die Araben hier in Spanien und in die ganze Nordafrika hier unter und im Mittelost. Also was sind diese 5 Monate dann? Als Adventisten sagen wir, dass das ist eine andere Entwicklung, später in die Geschichte. Und das ist ein Teil von der türkischen Geschichte. Weil was passiert ist, das habe ich nicht niedergeschrieben. Vielleicht kann ich einen Übersetzer kurz für 30 Sekunden übernehmen. Das geht schneller. Ja. So basically after the early Arabic conquests, then the Muslim world falls apart. Then the Muslim world falls apart. Dann zerbricht die ganze muslimische Welt. Because the
In the Muslim world there was a ruler called the Caliph who was the successor of the Prophet. Denn da gab es immer die Kalifen, das waren die Nachfolger des Propheten. There was always only one. The first one was Abu Bakr, the one we have already seen. Es konnte immer nur einen Kalifen geben. Der erste war Abu Bakr und dann die anderen. But then civil wars occurred and eventually you had three caliphs ruling in different places. Und dann gab es Bürgerkriege und es gab plötzlich drei verschiedene Kalifen gleichzeitig in verschiedenen Orden. And during this time the Muslim world wasn't so much threatening the West because they had enough problems in their own part of the world. Deswegen haben die Moslems jetzt den Westen, das Abendland, nicht so sehr angegriffen, weil sie ihre eigenen Probleme hatten in ihrer eigenen Welt. And that could explain why we see such a gap until the 5 months happen in history. Und deswegen sehen wir so ein paar Jahrhunderte quasi Lücke, bevor dann das kommt, was wir jetzt gleich als die 150 Jahre studieren werden. And then we come to a new Muslim group. Und dann gibt es eine neue Gruppe, die muslimisch geprägt ist. That starts to attack the Eastern Roman Empire. Das jetzt wieder anfängt, das Oströmische Reich anzugreifen. And eventually they become the new caliph of the Muslim world. Und sie werden dann quasi das neue Kalifat für den gesamten für die gesamte muslimische Welt. So I started at what time? Because I have no sense of when. We started 15 past, yeah. So we have half an hour? Yeah. Okay, good. This is actually quite addictive to have a translator. That's okay. No, I'll go. If I get very tired, I'll just ask you to save me from the water. Okay. Hier, die 5 Monate. Also wir warten Jahrhunderte und Jahrhunderte. Wir haben diese muslimische Kriege. Es gibt Ruhe für das Christentum bis dieses Datum hier, 27. Juli 1299, ganz genau dieses Datum. Und dieses Datum kriegen wir von einem Historiker, der Edward Gibbon hieß. Und heute dann sagen einige Historiker sagen, das ist falsch, das wäre vielleicht in 1300 oder in 1301. Aber einige Adventisten haben das geforscht und sagen, nein, Gibbon hat recht, das ist das Datum. Was ist hier passiert? Was passiert ist, ist, dass ein ganz kleiner Volksstamm unter einem Mann, der Osman hieß, hat Rom attackiert. Das war ganz klein, das war nur wie eine Flüge oder sowas. Das nervt dir, aber macht keinen Schaden. Ach. Aber wie einige Fliege, dann würde diese Fliege nicht weggehen. Immer zurück. Und für die nächsten 150 Jahre haben die Osmanen versucht, Konstantinopel zu erobern. Aber ohne das wirklich zu können. Sie haben versucht, jedes Jahr mehr und mehr und mehr. Aber das war fast unmöglich, weil trotzdem, dass das östliche romanische Reich immer kleiner wird, dann war Konstantinopel wirklich schwierig zu erobern. Fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie oft Leute haben versucht, diesen Stadt zu erobern. Das war ganz, ganz schwierig, auch für die Osmanen. Also, auch Leute, die nicht Adventisten sind, stimmen zu, ja, das ist richtig, die Türken oder die Osmanen haben ungefähr 150 Jahre versucht, Rom zu erobern. Aber sie würden vielleicht über die genaue Datum diskutieren. Und wir sagen, dass diese Zeit geht bis 1449. Das könnt ihr kalkulieren selber. Das ist 150 Jahre. Und in dieser Zeit, hier habe ich ein paar Karten, das zu zeigen. Also hier in das Jahr 1300. Das ist der neue Volksstamm, ganz klein hier in Türkei. Das ist Türkei heute und hier sind die Osmanen. Und ob ihr Geografie könnt, dann wisst ihr, dass Konstantinopel ist hier, ganz in der Nähe. Und dann
denkt Osman, ich will das erobern. Aber er ist ganz klein hier. Und dann geht die Zeit weiter. Und in ungefähr 150 Jahren sieht das Karte so aus. Ganz interessant. Das ist eine Karte von dem Osmanischen Reich. Sie sind auf die östliche Seite, auf die westliche Seite. Aber wenn ihr ganz genau guckt, dann gibt es ein Fleck hier, das ist nicht ganz erobert. Konstantinopel. Ganz hier in der Mitte. Das muss die Osmanen ernervt haben. Es ist so, wir sind so näher, wir können die Stadt sehen. Warum können wir nicht diese Stadt erobern? Und diese Stadt ist zugrunde gegangen oder zerstört im Jahr 1453. Das ist gut zu wissen. Das ist nicht das Datum, das wir benutzen, aber es ist trotzdem gut zu wissen, weil wenn ihr online googelt oder sowas oder fragt andere Leute und fragt, wann haben die Osmanen Rom erobert, dann würden Leute 1453 antworten. Aber wir sagen, ein bisschen davor ist jetzt was passiert, das zeigt uns, dass die Osmanen wirklich der Herr über Rom ist. Und das war das Folgende. Hier, lass mich sehen. Aber vielleicht kommen wir dazu ein bisschen später, weil wir haben eine andere Zeitperiode auch. Ja, hier. Die vorhergehende Zeitspanne von 150 Jahren endete am 1449. Im letzten Jahr dieser Prophezeiung bat der Kaiser den Sultan um Erlaubnis, den Thron zu besteigen. Kritiker haben gesagt, dass dies historisch unbedeutend ist, dass das Byzantinische Reich bereits zu einem Vasallen geworden war und dass es andere Beweise für die Abhängigkeit gezeigt hatte. Dies erfordert weitere Untersuchungen, um solche Behauptungen zu überprüfen oder zu widerlegen. Aber trotzdem wissen wir, dass in dieses Jahr gab es einen neuen Kaiser und normalerweise, wenn du bist der neue Kaiser, dann bist du der neue Kaiser. Und du dürfst keinen anfragen, kann ich bitte das tun oder das? Du bist der Kaiser. Andere Leute fragen dir, bitte mein Herr, kann ich das oder das tun? Aber dieser Kaiser im Jahr 1449 hat einen Brief nach dem Sultan des Osmanischen Reiches geschickt und ihn gefragt, bitte mein Herr, ist das okay bei dir, ob ich der neue Kaiser in Konstantinopel bin? Und dann hat der Sultan eine süße Bitte hier. Er hat einen anderen Brief geschrieben und zurückgeschickt und sagt, ja, ich sage, du kannst das tun. Und dann sagen wir als Adventisten, in dieser Zeit können wir nicht mehr sagen, dass die Türken versuchen, das römische Reich zu erobern. Sie haben wirklich das sozusagen gerade getan. Okay, dann haben wir die 150 Jahre und gehen weiter. Und hier in die sechste Posaune, glaube ich. Ja, hier haben wir haben auch ein paar Wörter darüber vielleicht. In viele Verse in Offenbarung 9, dann haben wir viele Details, eine Beschreibung von die Heuschrecken und solche Sachen. Und viele Leute haben ein Problem hier, was ist buchstäblich und was ist symbolisch. Und weil es sieht so aus, dass es gibt nicht die Einfachheit zu sagen, alles ist symbolisch oder die ganze Sache ist buchstäblich. Weil wir haben gesehen, wenn das buchstäblich ist, dann ist das etwas ganz seltsam. Ja? Und ich habe leider keine wirkliche gute Antwort dazu. Aber ich glaube, dass dieses Problem haben wir nicht nur in Offenbarung 9.
Wir haben das durch die ganze Buch Daniels und auch durch die Offenbarung, dass ein Teil von der Text ganz buchstäblich ist, aber dann gibt es ein Symbol und so weiter. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. In Offenbarung 20 haben wir die 1000 Jahre. Die sind buchstäblich. Wir haben der letzte Gericht, buchstäblich. Wir haben die erste und die zweite Auferstehung, beide buchstäblich. Ja? Und dann haben wir den Feuer, der von Himmel niedergefällt, buchstäblich. Aber wir haben auch Symbolen. Zum Beispiel, wenn wir lesen von den Leuten, die in die erste Auferstehung lebendig werden, dann lesen wir, dass sie haben das Tier nicht nachgefolgt. Und sie haben nicht das the Mark of the Beast. Ja, das haben sie auch nicht. Also hier haben wir plötzlich Symbolen in einem Text, das ganz buchstäblich ist. Und das heißt, dass wenn Leute sagen über Offenbarung 9, aber warum ist das so? Du machst etwas buchstäblich, etwas symbolisch, das kann man nicht tun. Aber das müssen wir tun, weil so ist der Text. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter hier. Das ist nur, wir haben ein bisschen über die Wehe geredet. Vers 12 sagt nur, eine ist vorbei und die zweite kommt bald. Und dann gehen wir nach die sechste Posaune. Und das ist ein bisschen schwieriger. Und weil ihr ganz Geduld gehabt haben, vielleicht sollten wir das nicht in Autobahnschnelligkeit machen, aber vielleicht ein bisschen schneller. Ist das okay bei euch, ob ich ein Translator benutze, nur für die letzte Zeit? Ja, okay. Maybe I'll pick it just to make it faster. And since you are the native, we will use your speed and use you to read the verses. Und der sechste Engel blies eine Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war 20.000 mal 10.000. Ich hörte ihre Zahl. All right, so we are just going to look mostly at the time period to save time. Wir schauen uns jetzt nur noch die Zeitperiode an, um die Zeit zu sparen. But I would like to point out one interesting thing here first about the altar. Aber ich möchte ganz kurz etwas Interessantes über den Altar sagen. You know, if you think about it, the altar is for the work of salvation. Also der Altar, der hat ja mit dem Werk der Erlösung zu tun. So if an altar would speak, what would it say? Also wenn ein Altar reden könnte, was würde er sagen? I serve Jesus. Ich diente Jesus. Oder ich diene Jesus. I am used to help people to be saved. Ich diene dazu, Menschen erlöst zu werden. But this altar says something completely different from that. Aber dieser Altar sagt etwas völlig anderes. This altar says, loosen the four angels so they can kill 1/3 of the people. Dieser Altar sagt, löse diese vier Engel, so dass sie ein Drittel aller Menschen töten. So that is very unaltarisch, right? Das ist jetzt nicht so für einen Altar angemessen. And since we have talked about how we find Christ in the trumpets, we can see also his work here. Also da wir schon darüber gesprochen haben, wo wir Jesus in den Posaunen finden, sehen wir auch etwas von seinem Werk hier. So we would see here that the time of grace or endurance for this power is over. Also man könnte zum Beispiel sagen, dass hier die Zeit der Geduld und der Gnade für diese Macht hier zu Ende ist. And we take this phrase, the hour, the day, the month, the year, as a time prophecy as Adventists. Und als Adventisten sehen wir diese Phrase, Stunde, Tag, Monat und Jahr, als eine Zeitprophezeiung. I do not cease to be amazed at why God would put math in parts of salvation and prophecy, but this is how it is. Also ich höre nicht auf, mich darüber zu wundern, warum Gott Mathematik immer wieder in so heilsgeschichtliche Prophezeiungen reinbringt, aber so hat er es halt gemacht.
But since we are going to focus on the time periods, I'm going to give this a tiny bit of time. Aber weil es hier um Zeitprophezeiung geht, will ich das kurz erläutern. So we have 1 year. Also wir haben ein Jahr. And so we are dealing with symbolic elements here. Wir dienen also mit symbolischen Elementen. And we are going to Yes, of course, I was thinking 5 Monate. And we are going to translate them into days and also, then into real time. Also werden wir erstmal sie in Tage umwandeln und dann in die reale Zeit. So in the prophecies, 1 month is how many days? Also in der Prophezeiung ist ein Monat wie viele Tage? Yes. 30. So we have 12 months in the year. So that 12 Monaten im Jahr haben wir dann. So that would mean that 1 year in the prophecy is how many days? Also wie viel Tage ist dann ein Jahr? 360. All right. Then we have 1 day. Dann haben wir noch einen Tag. That's just one. Das ist also eins. And then we have 1 hour. Dann haben wir eine Stunde. And we'll have to wait with this, but that would be. Kommen wir gleich zu. But how many hours do we have in the day? Wie viele Stunden gibt's an einem Tag? 24. Ja. Yes, so this would be 1/24. Also ein 24stel sozusagen. So if we take this together, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, this would be 391. Das sind 391 zusammen. Real years. Und zwar echte Jahre, 391 Jahre. And this, to be honest, when you calculate this, also wenn man das jetzt hier ausrechnet, when you divide 360 by 24, you get the clean number 15. Also wenn man jetzt 360 durch 24 teilt, bekommt man genau 15 Tage. But if you do it with 365.24 whatever. Also wenn man aber dann jetzt 365,24 Tage nimmt, was so quasi das astronomische Jahr ist. Which is how many days are in the actual year. Was also das tatsächliche Jahr ist. You get 15.2 blah blah blah. Dann ist es halt 15,2 noch was. But that would still be just 15, because if I tell you I'll come to you after 1 day and 2 hours, it means I come tomorrow, just a little bit later than it is now. Das wäre immer noch dasselbe, wenn ich sage, ich komme in einem Tag und 2 Stunden, dann würde ich immer noch sagen, ich komme morgen, nur halt ein bisschen später als heute. So Adventists said this is 391 years. Also Leute haben Adventisten haben gesagt, das sind 391 Jahre und 15 days. Und 15 Tage. Now, if I tell you just years, you will calculate to the year. Also, wenn ich dir einfach nur Jahre angebe, dann wirst du einfach auf der Ebene von Jahren rechnen. But if I give you a period of days, you have to calculate to the day. Aber wenn man so auch einzelne Tage angibt, dann muss man das wirklich auf den Tag genau berechnen. But if you want to calculate to the day, you have to know where you're starting. Aber wenn man auf den Tag genau berechnen will, muss man ja wissen, wo man anfängt. You see, if I say, let's say that I say we start in the year 1000 and we go 391 years and 15 days, you would ask me, but when in the year 1000 do we begin? Also because otherwise I cannot find the 15 days. Also wenn ich sagen würde, wir starten im Jahre 1000 und gehen dann genau 391 Jahre und 15 Tage, würdet ihr fragen, in welchem Jahr, in welchem Tag des Jahres 1000 starten wir denn? Ansonsten kann man das nicht genau ausrechnen. And this is why it's so important that we have the exact date of beginning for the two prophecies. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir das genaue Datum für den Anfang dieser beiden Prophezeiungen haben. And when you add to this date, und wenn man zu diesem Datum, ah ja, natürlich, Verb am Ende, plus 391 years and 15 days, 391 Jahre und 15 Tage hinzu addiert, you will come to the exact date, kommt man genau auf dieses Datum, August 11, 11. August 1840. 1840. What were, but we haven't actually, have we actually read that? Yeah. About the four angels? Now the four angels were said to do something very specific. Diese vier Engel sollten etwas sehr Spezifisches tun. They were loosened to kill people for this period of time. Sie sollten ja 391. Yeah, I think it should 1449. That was confusing. Huh?
because right now it's confusing. Sorry, plus, let's do it like this. 150, yeah. This one is dead. We'll leave him to the floor. It's like this. So we have locusts that are hurting people but can't really kill them. Also, wir hatten erst Heuschrecken, die die Menschen gequält haben, aber nicht töten konnten. That's the 150 years. Das waren die 150 Jahre. The Ottomans are trying so hard to conquer Constantinople but can't really do it. Die Osmanen versuchen so unbedingt jetzt Konstantinopel zu erobern, schaffen es aber nicht. Then at the end of this period, am Ende dieser Zeitperiode, then the Turks are so powerful that the Kaiser asks them permission to rule. Sind die Türken so mächtig, dass der oströmische Kaiser in Konstantinopel sie fragt, ob er regieren darf? Then we have the sixth trumpet. Damit beginnt dann die sechste Posaune. And the four angels are loosed. Und die vier Engel werden losgelassen. And they are told to kill people for this second period of time, 391 years and 15 days. Und ihnen wird jetzt gesagt, dass sie nicht quälen, sondern töten sollen, und zwar für diese lange Zeitperiode, 391 Jahre und 15 Tage. And you remember that Miller said, ha, these two are related. Und erinnert euch vielleicht an gestern Abend, Miller hatte gesagt, diese beiden Dinge sind verbunden miteinander. Because think about it, the angels are tied. Denn die Engel sind ja erst gebunden. So, and they are prepared. Sie sind aber schon vorbereitet. It gives you the impression that they really want to do something, man, but they're held in back. Man hat den Eindruck, sie wollten schon was tun, aber sie wurden noch zurückgehalten. Miller thought there are two phases here. Also Miller hat gedacht, es gibt also zwei Phasen. The Turks first are trying to conquer. Die Türken versuchen erst Konstantinopel zu erobern, but cannot really do it. Aber können es nicht richtig schaffen. But then they manage to do it. Aber dann schaffen sie es und dann erobern sie. And what is important to keep in mind here is that usually this is maybe a little bit of a bloody question to ask, but how long does it take to kill somebody? Also ist vielleicht eine etwas blutige Frage, aber wie lange dauert es, jemanden zu töten? You know, hopefully not too long, right? Also hoffentlich nicht zu lange. But these angels are told to kill for hundreds of years. Aber diese Engel sollen jetzt hunderte Jahre lang töten. But wouldn't you say like they already conquered in the beginning of the period? Aber würde man nicht sagen, sie haben doch schon gleich am Anfang dieser Periode schon Konstantinopel erobert, 1453? So it's just good to keep this in mind when we get to the end of the period. Das ist gut im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt gleich ans Ende der Periode kommen. Because they are told to kill, but only for a certain time. Denn ihnen wird gesagt zu töten, aber nur für eine bestimmte Zeit. That means that they kill and kill and kill and then they stop killing. Also sie töten, 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 töten und hören sie auf zu töten. And if killing means to conquer or to be stronger, also wenn das Töten bedeutet, dass sie jetzt erobern können und stärker sind, then that would mean that the Turks would be stronger than the Roman Empire that they conquered only for a certain amount of time. Denn dann würde es bedeuten, dass die Türken stärker wären als die sie erobert haben. Nur für eine bestimmte Zeit. And when this second period would be over, the Turks would cease to be more powerful than their neighbors. Und wenn die Periode dann zu Ende ist, dann würden die Türken auch nicht mehr mächtiger sein als ihre Nachbarn. This is important because look at this year here. Also schaut, das ist wichtig, weil schaut euch mal dieses Datum an. This is 1814. Das ist 1840. But the Ottoman Empire continued to be on the map until after World War I. Das Osmanische Reich war allerdings immer noch auf der Landkarte zu finden bis nach dem Ersten Weltkrieg. So many critics of the Adventist interpretation, they asked the following question. Also viele Kritiker der adventistischen Auslegung haben jetzt folgende Frage gestellt. You say that the Turks were destroyed or lost their independence or whatever. Here. Ihr sagt doch immer, dass die Osmanen, die Türken hier in diesem Tag zerstört worden sind und ihre Unabhängigkeit verloren haben. But they continued for what, 60, 70, 80 years. Aber sie haben 60, 70, 80 Jahre länger immer noch weiter existiert. Why is this date important to you? Warum ist das Datum überhaupt wichtig für euch?
Wouldn't it make more sense to say that the Ottoman Empire fell in the 1920s? Würde es nicht viel mehr Sinn machen, wenn man sagt, das Osmanische Reich fiel in den 1920er Jahren? It's just good to know, because this will be one of the first critique that you will hear if you have discussed this with people. Also, das ist wichtig zu wissen, weil das ist wahrscheinlich einer der ersten Kritikpunkte, wenn man das mit Menschen bespricht. And we would say that this period doesn't mean the existence of Turkey. Wir sagen dann alle, und das ist unser Punkt, es geht hier nicht um die Zeitperiode, wie lange die Türkei existiert. This is the time when they were first trying to conquer. Das ist die Zeit, wo sie erst versuchen zu erobern. And then came a time period when they were stronger than the place that they conquered and their neighbors. Und dann gab es eine Zeit, wo sie stärker waren als all ihre Nachbarn und die Gebiete, die sie erobert haben. But that lasted only to a certain day. Aber das hat nur bis zu einem bestimmten Tag vorgehalten, dann war das vorbei. And interestingly, what happened here, und was interessanterweise hier passiert ist, is kind of the opposite of the event that started the period. Ist genau das Gegenteil von dem Ereignis, was die Periode begonnen hat. Nicht diese. Sorry. Here, I haven't written all the dates. Because remember how the emperor asked the sultan, "Can you kind of allow me to rule?" Ihr erinnert euch, wie 1449 der Kaiser gefragt hat zum dem Sultan, erlaubst du mir, dass ich herrschen darf? In this day, an diesem Tag, then Turkey accepted help from Europe to do politics within their own empire. Haben die Türken Hilfe von europäischen Staaten angenommen, damit sie Herr über ihre eigenen politischen Probleme in ihrem Territorium werden? I spoke a little bit about it yesterday. Egypt, which was part of the Ottoman Empire, made a rebellion. Ich habe das in kurzem mal angesprochen. Ägypten, das gehörte damals noch zum Osmanischen Reich, hat eine Rebellion gestartet. And the Sultan said, I cannot deal with this. I don't have the power to. Und der Sultan sagte, ich kann das nicht mehr beherrschen, ich habe da nicht die Macht dazu. So he went to Europe and said, please help me rule. Er hat sich an die Europäer gewandt und hat gesagt, helft mir, dass ich weiter herrschen kann. And what happened on exactly this date is that, und was an diesem Datum exakt passiert ist, is that this help from Europe became, so to say, legally binding, or was delivered and published, so to say, on this exact date. Und das ist sozusagen an diesem Tag legal bindend veröffentlicht worden und wurde übergeben, diese Hilfe. I'm going to close with just a few points on this. Ich werde jetzt gleich mit wenigen Punkten damit schließen. You know, Ellen White, if you know her life story, she died in 1915. Also Ellen White, wenn ihr ihre Lebensgeschichte kennt, sie starb ja 1915. That is a long time after 1840. Das ist lange nach 1840. Ellen White was probably well aware of the fact that the Ottoman Empire existed after this date. Also Ellen White wusste natürlich, dass auch noch lange nach diesem Datum das Osmanische Reich noch existierte. But when she was making a better edition of the Great Controversy in 1911, she refused to change this date. Aber als sie dabei war, die Version vom großen Kampf noch etwas zu verfeinern, zu verbessern, 1911 hat sie sich geweigert, dieses Datum zu ändern. Now I'm not saying that we have to read the Bible through Ellen White. That would be a too dangerous to say. Also ich will natürlich nicht sagen, dass wir die Bibel durch Ellen White verstehen sollen, das wäre zu gefährlich, sowas zu sagen. But as an Adventist, we would have to ask ourselves some questions. Aber als Adventist sollten wir uns dann ein paar Fragen stellen. This was very important in the beginning of our movement as a church. Das war zu Beginn unserer Bewegung als Gemeinde sehr wichtig. And people who lived through this time refused to change this interpretation. Und Menschen, die das erlebt haben, haben sich geweigert, diese Auslegung aufzugeben. I would say that that has two possible explanations. Und ich würde sagen, da gibt es nur zwei mögliche Erklärungen für. This is wrong and the people refuse to acknowledge their mistake. Entweder ist das falsch und die Leute haben sich einfach geweigert, ihren Fehler einzugestehen. They just wanted to believe this no matter what. Sie wollten es einfach glauben, egal was passiert. Oder this is right. Das ist richtig. And there are answers to our questions about the things we do not clearly understand in the prophecy. Und dann gibt es Antworten auf manche Fragen, die wir vielleicht nicht immer gleich sofort richtig verstehen in der Prophezeiung. Now I did have many more slides and I would love to talk about many other things in Revelation 9 with you. Also ich hätte noch mehr Folien, ich könnte noch mehr erzählen, es würde mir Spaß machen über Offenbarung 9 zu reden. But
as you see, this trumpet 5 and 6, they go from the early Arab time until the 1800s. Also was wir hier sehen ist, dass die, wenn man die gesamte 5. und 6. Posaune betrachtet, dann geht es von den frühen arabischen Zeiten bis in die 1800er, ins 19. Jahrhundert. So I think it's only reasonable to accept that we'd only touch on few points in one hour. Und ich denke, es ist ganz okay, wenn wir jetzt verstehen, dass wir nur ein paar der wesentlichsten Punkte in dieser einen Stunde besprechen konnten. Yes, and I'm not going to steal the job of our moderators, but if you have questions, there will be time afterwards for that. So, wir werden, maybe I can explain right now. Yes, yes. Also wir werden jetzt gleich im Anschluss die Frage-Antwort-Möglichkeit noch haben, wir werden kurz ein, zwei Lieder singen, hier kurz das aufbauen und dann werden wir auch die Möglichkeit haben, nicht nur gestellte Fragen, sondern auch noch Live-Fragen von euch mit Hände aufheben zu stellen und zu beantworten. Kurz, wir werden es nicht ewig dauern lassen, aber vielleicht habt ihr ein paar Fragen, dann könnt ihr die gleich loswerden und wir werden sie dann versuchen zu beantworten. Yes, so thank you for your attention.